Eigentlich hätte das ein ziemlich langweiliger Handelstag werden sollen. Keine Konjunkturdaten in den USA. Man wartet so ein bisschen auf das, was am Mittwoch kommt mit den Inflationsdaten in den USA, die ja schon das Potenzial haben, nochmal die Frage zu kippen, ob die Fed wirklich nächste Woche die Zinsen senkt oder nicht. Aber dann kam heute Vormittag eine Meldung. China macht eine Untersuchung gegen Nvidia und das ist faktisch nichts anderes als der zweite Gegenschlag Chinas im Handelskrieg, bevor der Handelskrieg erst begonnen hat, wenn Trump nämlich dann am 20. Januar ins Amt kommt. Aber dieser Handelskrieg ist ja absehbar mit den Zöllen, die er unter anderem gegen China ja erheben will. Und die Chinesen haben im ersten Schritt ja so seltene Erden oder Germanium, Gallicum, den Export in die USA verboten. Macht schon ein echtes Problem für die Amerikaner, weil du das gerade für Militärgüter gut gebrauchen kannst, diese beiden Materialien. Jetzt attackiert man, wenn man so will, direkt die US-Tech-Blase, denn wo sind die Amerikaner am verwundbarsten? Bei ihrer immensen Bewertung, die sie haben, die natürlich einen Wohlstand schafft. Alle haben Nvidia, alle haben Apple und ist doch alles wunderbar. Wir sind reich, gell, weil diese Aktien steigen und werden immer reicher. Aber genau das könnte die Achillesferse sein und werden für Trump, wenn er den Handelskrieg gegen China dann formal eröffnet, sobald er im Amt ist. Und wir haben heute einen Vorgeschmack darauf bekommen. Nvidia 3% gefallen, jetzt keine Katastrophe, aber naja, gut 100 Milliarden. Dollar. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Da ergeben sich sehr spannende, auch geopolitische Konstellationen. Aber starten wir erstmal mit Nvidia. Die Nvidia-Aktie fällt. Nach dieser Untersuchung wegen, naja, nicht ganz sauberen Vorgehensweisen, man würde sozusagen hier versuchen, Preisabsprachen zu machen, so sagen es die Chinesen. Wir hatten ja schon vor einigen Tagen die Meldung, dass zum Beispiel die Industrieverbände in China aufgerufen haben, keine amerikanischen Chips mehr zu kaufen. Dann dieses Verbot von Exportverbot von Germanium und Gallium in die USA. Also da tut sich ja ein bisschen was. Man will schon mal ein Zeichen setzen. Donald, wir wissen, was du zu bieten hast, aber wir wissen auch, wo du angreifbar bist. Und genau das wollen jetzt die Chinesen im Vorfeld der Amtsübernahme von Trump schon mal so ein bisschen signalisieren. Und die Folge ist, dass Apple jetzt wieder ganz klar die Nummer 1 ist in Sachen Marktkapitalisierung. Die Aktie heute deutlich im Plus und das ist eine Form des Humors an der Wall Street, könnte man sagen. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls Apple 3,7 Billionen an Marktkapitalisierung, Nvidia jetzt nur noch bei 3,3 und ein paar zerquetschten. Dann folgt Microsoft, wenn man Pech hat seitens Nvidia, dann fällt man wieder auf Platz 3. Kürzlich war Nvidia ja noch auf Platz 1 gewesen. Also da ist natürlich eine Menge Zündstoff drin. Und wir sehen, Nvidia hatte ja schon eigentlich eine Korrektur absolviert von dem Allzeithoch. Dann hat man eine wichtige Trendlinie gehalten und hat jetzt so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, ist zur Nackenlinie nochmal gelaufen, respektive eben zur rechten Schulter, genauer gesagt. Genau da sind wir hingelaufen und seitdem zeigt sich Schwäche. China probes Nvidia on suspicion of anti-monopoly law, also Kartellbedenken. China, oder genauer gesagt der Vorwurf Chinas lautet, dass Nvidia offenkundig hier andere Firmen unter Druck setzt und sagt, ja, wenn du nicht das und das machst, dann werden wir so und so agieren. Das scheint der Vorwurf zu sein, so genau wissen wir das nicht, aber Nvidia hatte durchaus relevantes Geschäft noch in China. Da sind etwa im Fiskaljahr 25, also in den ersten 9 Monaten 2024, sind etwa 11,5 Milliarden Dollar in Umsatz gekommen aus China. Entspricht 12,7% des Gesamtumsatzes des Konzerns. Jetzt keine Welt, aber natürlich schon ein durchaus relevanter Markt, der jetzt in Gefahr geraten könnte, wenn China ernst macht und sagt, ja, ihr seid ja ganz, ganz böse. Und hier sehen wir uns mal die unfassbare Marktkapitalisierung an, die Achillesferse der USA, 61 Billionen an Marktkapitalisierung, mehr als das Sechsfache dessen oder das Sechsfache dessen etwa, was China auf die Waage bringt. Dann kommt mit großem Abstand Japan, dann Hongkong, dann Indien, Deutschland ist auch noch dabei mit 2,5 Billionen, aber wir sehen diese Relationen, diese gigantisch großen Tech-Konzerne, die hier deutlich größer sind als die chinesischen Tech-Konzerne, obwohl die nicht weniger Umsatz machen. Eine Alibaba, Tencent, das sind ja gigantische Konzerne. Hier unten sehen wir mal
Rechts unten genauer gesagt eine Grafik Animal Spirit Story Count. Also das, was zum Beispiel bei Bloomberg an Artikeln über ja, Gier, Animal Spirits hier gebracht wird. Und derzeit sind diese Animal Spirits ja sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist die Form des Wall Street Humors. Wir sehen, Apple kann deutlich ansteigen. Neues Allzeithoch. Ja, warum auch nicht, gell? Apple hat ja gar nichts mit China zu tun. Oder ist ja gar keine Gefahr. Oder schauen wir uns mal an, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir, ja, ein gutes Drittel des Gesamtumsatzes von China, von Apple genauer gesagt, kommt von Greater China. Da ist nicht nur China dabei, da zählt auch was drumherum ist, Südkorea, schnipp, schnapp, aber China ist natürlich mit Abstand der größte Markt in dieser Region. Also das wird schon so ein Fünftel mindestens des Umsatzes, des Gesamtumsatzes sein, 20% von Apple, und man produziert vor allem nach wie vor sehr stark in China. Man hat jetzt versucht seitens Apples, seitens Tim Cook so ein bisschen den Fokus wegzulegen von der Produktion in China hin nach Indien, aber das ist noch lange nicht so weit, als dass Indien die Rolle Chinas bei der Produktion einnehmen könnte. Also Apple ist sozusagen doppelt gefährdet, nicht nur weil der Absatzmarkt von Apple hier gefährdet ist, viel wichtiger ist China für Apple als für Nvidia, sondern man ist auch in der Produktion weitgehend noch komplett abhängig von China. Und was wäre, wenn jetzt mal China sagen würde, oh, mit Apple, wenn jetzt der Trump hier richtig Gas gibt, dann könnten wir ja auch mal sagen, nö, haben wir jetzt nicht so Bock drauf und werden mal eine Untersuchung gegen Apple einleiten. Das wäre ja alles andere als letztendlich unwahrscheinlich. Aber die Wall Street sagt sich, ja gut, ne, das ist ja, wir haben ja hier mal eine kurze Intermezzo und dann geht alles wieder in den sozialistischen Gang. Aber wir sehen hier auch, dass eben vielleicht dieser Handelskrieg, der da kommt, noch nicht zu Ende gedacht ist an der Wall Street. Denn wir haben gesehen, 2018, als Trump diesen Handelskrieg begann, werteten die Chinesen den Yuan ab. Das hat vor allem in Emerging Markets zu großen Turbulenzen geführt, die dann auch übergeschwappt sind Richtung USA, weil eben man sich Sorgen macht, ja, wenn die jetzt das abwerten, den Yuan, dann würden die ja praktisch die Zölle unterlaufen. Wenn du 10% Zölle hast und du wertest den Yuan um 10% ab, und da haben die Chinesen ja die Möglichkeit dazu, dann würden sie das neutralisieren. Und da ist also jetzt die entscheidende Frage, wie wird sich dieser Handelskrieg ausgestalten, wie ernst nimmt es Donald Trump mit den Zöllen? Und gestern, da hat er sich schon geäußert in Richtung Zölle und hat gesagt, ja, diese Zölle, die machen uns reich, die machen USA reich, denn wir werden da richtig gutes Geld verdienen. Er berechnet scheinbar nicht ein, dass die anderen dann Gegenmaßnahmen erlassen könnten, so wie die Chinesen. Und er hat auch gesagt, ja, also könnte schon sein, dass jetzt diese Zölle so ein bisschen die Preise erstmal nach oben bringen. Und das ist natürlich diametral entgegengesetzt zu seinen zentralen Versprechen bei der Wahl, respektive im Wahlkampf, dass er die Preise nach unten bringen will. Das hat er gestern auch gesagt, respektive am Wochenende in diesem Interview mit Meet the Press. Aber er ist sich offenkundig jetzt das erste Mal darüber klar, dass das durchaus Preise steigern könnte, also inflationäre Konsequenzen haben könnte. Das erste Mal, dass ich das aus dem Munde von Donald Trump höre. Die Amerikaner sind sich da ohnehin klar, was da kommen wird, denn wir sehen hier mal die Bereitschaft der Amerikaner, jetzt Konsum vorzuziehen, gerade Konsum von durable goods, also langlebigen Gütern, die vor allem aus China kommen. Da sehen wir, wie stark das jetzt angestiegen ist. Ein größter Spike seit dem Jahr 1981, weil die Amerikaner damit rechnen, ja, die Zölle kommen, dann werden Waren aus China teuer, dann kaufe ich diese Waren besser jetzt als später, denn dann werden sie teurer, sodass wir kurzfristig einen immensen Nachfrageschub jetzt sehen könnten, der wiederum dann in die Konjunkturdaten einfließt, bevor Trump noch jetzt ans Ruder kommt. Und das könnte dann für die Fed bedeuten, oh, da ist die Konjunktur aber richtig schick jetzt, weil eben hier diese Nachfrage entstanden ist. Jetzt werden wir mal ein bisschen vorsichtiger in Sachen Zinsen. Deswegen schon wichtig aus meiner Sicht, was am Mittwoch da mit den Inflationsdaten kommt. Und das in einer Situation, wo wir jetzt die größte Abweichung vom langfristigen Trend beim Dow Jones etwa, also diesem Index, sehen seit dem Jahr 1929, und das ist ja schon ein paar Tage her, ne? Also 1929, kann ich mich kaum noch erinnern, war ich gerade so
Naja, dass ich gerade ausgucken konnte, ist also schon ein bisschen her. Wir sehen, dass das schon sehr extrem ist. Beste aller Welten ist eingepreist. Gleichzeitig sehen wir unten in dieser Grafik, dass diese Schwergewichte in Relation zum Gesamtmarkt in den USA eben jetzt auf Niveaus sind, wie wir sie zuletzt 1929 gesehen haben, also schon wieder 1929. Gleichzeitig sehen wir, dass die Cash, also das Cash jetzt eine höhere Rendite hat als der S&P 500. Das gab es seit 1963 8-mal und jedes Mal war es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um sich da mittel- und langfristig erstmal mit Aktienkäufen zu engagieren, gerade eben in diesen schon sehr teuren Werten. Und diese US-Tech-Werte sind sehr, sehr teuer. Die haben natürlich ein tolles Geschäftsmodell, überhaupt keine Frage, aber sie sind auch für dieses Geschäftsmodell extrem teuer. Und dementsprechend sehen wir hier schon wieder 1929 so ein bisschen, die Weltwirtschaft hat diesen Kreis von Boom und Bust verlassen. Das sind Headlines, die wir schon 2000 ähnlich gehört haben. Das ist auf der Linie, wie Irving Fisher damals, nämlich 1929, gesagt hat, ja, also Aktienmärkte haben ein dauerhaft hohes Plateau erreicht, da wird nicht mehr irgendwas nach unten kommen. Also da ist schon die beste aller Welten komplett eingepreist, Risiken komplett ausgepreist. Dann passiert jetzt so eine Geschichte wie mit Nvidia heute, dann fallen wir mal so ein bisschen, 3%, aber sonst alles gut. Dafür kaufen wir dann Apple, weil die hat mit China ja gar nichts zu tun. Und hier sehen wir, dass eben jetzt die Gewinnerwartungen für die US-Firmen im nächsten Jahr bei einem satten Plus von 15% sind. Das alles bei extrem hohen Valuations. Und natürlich sind vor allem die großen Tech-Werte die Treiber wieder dieser Gewinnerwartung. Was kann da schon schief gehen? Diversifikation, Hedging ist derzeit nicht angesagt. Wir haben den VIX sehr tief gesehen. Wir sehen, dass also niemand wirklich sich Sorgen macht. Alles ist schick, alles ist wunderbar. Wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Handelstagen eine sehr geringe Handelsrange auch gehabt. Hier sehen wir mal das Handelsband, also die Bandbreite an einem Handelstag im S&P 500 war die niedrigste in einem Jahr. Wir sehen unten in dieser Grafik, dass die Aktienmärkte weiter gestiegen sind, aber der Fear and Greed Index gefallen ist sogar. Also die Gier hat abgenommen, das sind ja glaube ich 7 Komponenten drin, die hier eine Rolle spielen, unter anderem Marktbreite. Und hier sehen wir nochmal das normale Muster nach einer Wahl. Gerade jetzt nach dieser Trump-Wahl sehen wir ja sehr viele Parallelen zu 2016. Der Dollar verläuft ganz ähnlich, die Aktienmärkte verlaufen relativ ähnlich. Wie wird es dann weitergehen, wenn der gute Donald dann im Amt ist? Wie wird er vor allem diese Zollpolitik machen? Das wird wahrscheinlich die entscheidende Frage werden. Jetzt kommen wir zu einem anderen Euphorie-Instrument. Das ist Bitcoin und die Bitcoinis das. Wir sehen, dass MicroStrategy jetzt wieder Bitcoins gekauft hat, 21.550 für schlappe 2,1 Milliarden. Damit ist man jetzt doch sehr gut dabei bei Bitcoin. Dennoch die Aktie gefallen heute, weil eben Insider von MicroStrategy, also Leute, die in Führungspositionen sind, jetzt verkauft haben. Hier 5,4 Millionen Stück für 2,1 Milliarden. Jetzt sehen wir auch Artikel von Bloomberg, die sagen, naja, also das ist schon ein schwieriges Geschäftsmodell. Du nimmst Schulden auf, indem du Anleihen emittierst. Du gibst den Leuten dafür keine Zinsen, meistens Convertible Bonds, also die du dann umwandeln kannst in Aktien, aber nicht verzinst. Und alle müssen darauf hoffen, dass Bitcoin weiter steigt und damit MicroStrategy weiter steigt. Aber gar kein Problem, das wird passieren. Hier sehen wir mal die Käufe von MicroStrategy. Jetzt im November richtig reingehauen mit den Käufen. Auch jetzt im Dezember schon mehr gekauft als im gesamten September. Und September war schon der Monat mit den meisten Käufen. Also der beschleunigt jetzt seine Käufe, der gute Michael Saylor. Mit anderen Worten, in dem Schneeballsystem pyramidisiert er jetzt mit dem Preis nach oben. Er kauft also immer mehr, je weiter der Kurs steigt. Das geht so lange gut, bis es nicht gut. Er selber geht ja davon aus, dass Bitcoin auf 13 Millionen steigen könnte. Insgesamt sehen wir, dass Bitcoin auf 1 Million steigen müsste, um die Marktkapitalisierung von Gold zu haben. Aber das wird kein Problem. Insgesamt besitzt MicroStrategy jetzt 2% aller Bitcoins, die jemals existiert haben. Und viele werden ja nicht mehr existieren. Die sind auf irgendwelchen Schrotthaufen, auf irgendwelchen alten Festplatten wahrscheinlich versteckt und werden
verzweifelt gesucht. Hier sehen wir, dass jetzt bei Bitcoin 100.000 die Schlange sehr lange ist. Bei Bitcoin 16.000 damals ist die Schlange überschaubar gewesen. Und Experten sind sich sicher, heißt es hier, Bitcoin-Kurs steigt noch genau so lange, bis du investierst. Das ist meistens das Muster. Die allermeisten Leute, das haben wir bei ARK Innovation gesehen von Cathie Wood, die kaufen nicht, wenn der Kurs niedrig ist, sondern die kaufen, wenn der Hype da ist, wenn der Hype die Preise nach oben getrieben hat. Und so sehen wir hier eine Schlagzeile etwa bei Wall Street Journal. Junge Männer machen risky bets on crypto. Also da wird richtig spekuliert, gezockt. Wir haben gesehen, wie da Geld reingeflossen ist in diese Krypto-Funds. Und jetzt fordern auch die Aktionäre von Amazon, Mensch, wir müssen doch jetzt Bitcoin kaufen. Bei 16.000 hatten sie die Idee nicht. Bei 100.000 kommt diese Idee auf. Auch das zeigt natürlich so ein bisschen, was derzeit los ist. Bitcoin ein risikofreies Invest, wie jetzt kürzlich ja Jim Cramer gesagt hat. Und Michael selber sagt jetzt, Mensch, verkauft euer ganzes Gold und kauft dafür Bitcoin. Das ist ein freier Trade. Damit macht ihr dann richtig Dollars. Dann würde Bitcoin noch weiter steigen. Also alle raus aus Gold, alle Bitcoin kaufen. Total rational, würde ich natürlich auch sofort machen, liebe Bitcoinistas. Auch wenn ich Bitcoin natürlich nicht verstanden habe, ja, das haben nur einige wenige Erleuchtete verstanden. Gold allerdings zeigte sich heute teilweise sehr stark, weil die Chinesen wieder Gold kaufen, also die Zentralbank der Chinesen, und wir dann eben auch diese geopolitische Unsicherheit haben mit Syrien. Hier sehen wir mal Gold an diesem Aufwärtstrendkanal. Das Ganze spitzt sich zu in dieser Grafik hier unten und deutet auf einen Ausbruch hin, nach oben oder nach unten heute. Erstmal nach oben. Jetzt nicht dramatisch, aber es ging schon nach oben im zweiten Teil, meine Damen und Herren. Da wollen wir uns mal die Wall Street anschauen, wollen uns anschauen, was China jetzt an einer neuen Bombe heute hat platzen lassen. Diesmal nicht gegen Nvidia gerichtet und gehen dann rüber nach Europa. Das ist eine hochinteressante Mischung auch mit Syrien. Welche geopolitischen Konsequenzen sich daraus ergeben? Ich packe den Link wie immer unter das Video und sage Servus. Bis gleich.